und willkommen zurück bei Game of Thrones. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich setze das hier direkt mal fort. Wir sind wieder im Hause Forrester bei der Bestattung. Man sieht noch die Wunde an seinem Hals. Und der Lord, der alte Lord, der Hausherr. What's Gwyn Whitehill doing here? No idea. Hello, Roderick. Sir Roland. It's been a while since we've met. Yes. Last time I saw you, you and my brother had almost started a war. Gwyn Your father Whitehill? Wanted to murder Asha for your little love affair, remember? That was a long time ago. May we speak privately? My lady? Roderick. Muss das sein? I came here because I know how hard these past few days must have been for you and your family. I know my words probably mean nothing to you, but they're all I have. Don't pretend you know what this feels like. We've all lost people, Roderick. Some more than others. Your brother didn't deserve this. Neither of them did. Listen. I know my father is intent on using Ryan as a hostage, but I think you deserve some news of him. I know it's little consolation, but if I can offer you this, it's something at least. Your father is a cruel man. He's never done a kind thing in his life. That's not true. I admit he's caused pain, but he's not mistreating your brother. I'm looking after him, but... What? The other day he said something that made me worry. He asked me if his father died because he was a coward. He asked if he was really a thief and a traitor like my father says. I don't wish to upset you, but I thought you should know. Damn your father! How dare he fill Ryan's head with lies? Calm yourself, Roderick. I've been doing my best to set him right, but he is only a child. He feels forgotten, alone. He's waiting for his family, but every day my father tells him they will never come. That they've chosen their pride over him. And with each passing day, those words start to sound like truth. I will get him back. He'll be with his family again. You tell him that. Of course. But if you truly want to bring Ryan home, this war has to end. You know that. We don't have to be enemies, Roderick. Hello, Gwyn. It's good to see you, Talia. I hope I can count on your discretion. Roderick, das werden wir noch sehen. You should speak to Mother. Und man muss ja auch völlig am Boden sein. Lady Forrester. Come join the others. He should be here. He should be with his family. But instead they send her. Gwyn came here on her own. She wanted us to know Ryan is okay. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mighty like this one, but his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell, saw our lands destroyed, everything we clung to was ripped from our hands. I can't watch that same fate before this family. Our house. My children. They will take everything from us. I won't let that happen to us. You must be ready to defend us, Roderick. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last White Hill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Promise me. You must protect them. I will kill anyone who stands in my way. I will do whatever it takes. Remember that. You must be ready. Promise me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, even Garrett. They all stand with us. We are strong. Yes. Ja, Garrett auch nicht vergessen. Das freut mich.
Would you say a few words, my lord? Ja, vielleicht. Ein paar Worte kriege ich noch über die Lippen. Ja, steht Lady Forrester doch wieder da? Sind nicht eben ein Stück weiter weggegangen? Naja, egal. He was everything. Everything I ever wanted to be. He showed me what it is to be a lord. He was always kind. I never knew a better man. And I am sorry. I love you, father. Ethan, my little brother. Mit Ethan noch tragischer. He stood up to Ramsay Snow. He saved our sister's life and paid with his own. He was only a boy. We honor Lord Gregor Forrester. My husband, my love, and our Lord Ethan, my sweet little boy. But now is time to say goodbye. Niemand sollte seine eigenen Kinder begraben dürfen. Father and son are returned to the earth, to the ice, and from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice. Der Ältere hat den Vortritt. Oh Mann, ich will Ethan gar nicht anzünden. Aber wir müssen es anscheinend tun. From ice we forced us born. To ice we all return. Father, brother, we mourn, these family trees we burn. I'd bear my neck to will in pain and swim the So tragisch. Mir fehlen die Worte. Es war einfach gerade wirklich schön.
nächstes Mal bei Game of Thrones. What's going on? Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill means to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Okay. Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it, all the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. No. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else really to be worried about? What was that? Oh, das hört sich ja ganz nach einem Drachen an. Wie kommt der denn dahin? Oder ist das, das ist der eine, der schwarze Drache, Drogo? Heißt der Drogo? Nee, das war Khal Drogo. Naja, egal. Aber es wird wahrscheinlich der eine von der Schwarze von Daenerys Sturmtochter sein. Du und 76% der Spieler haben Margaerys Brief nicht gefälscht. Das ist ja deutlich die Mehrheit. Du und 70,2% der Spieler haben sich geweigert, Lord Whitehills Ring zu küssen. Natürlich. Die anderen restlichen 29,8% sind auch alles nur heuchlerische Schleimscheißer. Du und 48,2% der Spieler haben die Verlobung von Roderick mit Elaena Glenmore erreicht. Ah. Haben die meisten dann wohl nicht geschafft? Dann war ich ja doch gar nicht so schlecht. Du und 4,5% der Spieler haben verraten, dass Cotta Finns Messer gestohlen hat. Ja, okay. Da war die restliche Spielergemeinde wohl eher auf der loyalen Seite, beziehungsweise um ihn zu schützen. Du, 90,7% der Spieler haben Miros Angreifer getötet. Ah, okay, also da haben doch einige Leute auch den, ja, wahrscheinlich den Kohlejungen denn sterben lassen. Aber wie wären wir denn dort weggekommen? Das hätte sich wahrscheinlich nochmal ganz anders ausgehen können. Eventuell hätten wir ihn dann im späteren Verlauf des Spiels auch noch anklagen können. Oder direkt mit Tyrion darüber geredet. Oder mit Margaery. Oder mit beiden. So viele Möglichkeiten, die dort noch offen sind. Also es hat auf jeden Fall einen großen Wiederspielwert. So, ich fahre hier fort. Wir haben ja noch ein bisschen. Lassen wir das nochmal durchlaufen. Auch die zweite Folge war einfach super episch. Hat mir sehr gefallen. Mit den ganzen Zwischengeschichten und die kleinen Intrigen, die wir ja mittlerweile schon geschmiedet haben. Und wir haben auch noch die Gunst von Tyrion Lannister erhalten, dass wir als einzige, beziehungsweise, ja, als einzige natürlich, und auch das Monopol auf das Eisenholz haben, auf die Eisenholzlieferung für die Lannisters. Allerdings hat uns da jetzt Lord Whitehill natürlich auch einen kleinen Stein in den Weg gelegt. Dadurch, dass er jetzt den kompletten Wald übernehmen möchte. Da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit irgendeiner Geheimaktion Ryan befreien werden und auch zeitgleich noch Lord Whitehill töten können. Ich denke mal, so in etwa wird das in der dritten Episode oder eventuell auch erst in der vierten Episode ablaufen. Das werden wir dann sehen. Und wie wir eben in der Vorschau ja auch gesehen haben, werden wir nun endlich zum Grenzer bei der Nachtwache, der Garrett Tuttle. Somit werden wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Episode auch schon auf dem Weg Richtung
Richtung den Nordhain war das, glaube ich, ne? Genau. Richtung Nordhain machen. Da frage ich mich auch, was es mit diesem Nordhain generell noch auf sich hat. Ich hatte ja anfangs schon erwähnt, dass ich das einmal durchgespielt habe, aber ihr seht selber, wie komplex diese Story ist. Ich spiele auch einen komplett anderen Strang gerade. Also ich kann mich an ganz, ganz viele Sachen gar nicht erinnern, wie sie hier so passiert sind. Zum Beispiel Roderick, dass Roderick wirklich noch lebt, hätte ich nicht gedacht. Bei mir war das letzte Mal tot, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ob wir Ethan hätten retten können, das weiß ich nicht. Bestimmt, da gibt es bestimmt irgendeinen Weg, um ihn zu retten. Man kann eventuell ja sogar alle retten hier im Spiel. Aber auch das weiß ich leider nicht. Da bin ich auch komplett überfragt. Es hat einfach so viele Stränge, die man begehen kann und spielen kann und erleben darf. Von daher, falls ihr mit meinen Entscheidungen unzufrieden seid, dann ist es das Leichteste, dass ihr euch Game of Thrones selber zulegt und es einfach selber spielt. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann es nur empfehlen. So. Was? Oh, nein, warte. Nein. Da wollte ich gar nicht hin. Spielen, Speicherstand 1. Folge 3. Dracarys, Daenerys Targaryen. Oh, dann werden wir... Das hat man ja eben in der Vorschau, glaube ich, gar nicht gesehen. Zumindest habe ich es nicht bemerkt. Dann werden wir ja wahrscheinlich dieses Mal zum allerersten Mal mit Daenerys Sturmtochter zu tun haben. Ja, das hatten wir ja gerade. Aber lassen wir das alles durchlaufen. Lord Whitehill will install a garrison of 20 men within your walls. You have a man you trust? My son, Griff. I suppose the Crown could be persuaded to secure Ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Father, I'm going to kill you. Is that so? Hat er das wirklich gesagt? I'm glad I found you, my boy. Ich glaube nicht. Far too long. Who the fuck is he? My uncle. Roderick? Roderick, by the gods, it is you. Sir? Fetch the maester, hurry! Fetch the maester! Let her go! Fuck you! You kill me, and the Lost Legion won't stop until you and your friend are dead. Und es geht weiter. She's been gone a while. She'll come back. Wir sind wieder in Essos. If they catch her, they'll kill her. They won't catch her. She's costing us time. It's just that we need to get to Meereen. Every day we lose here is a day that Talia or Ryan could be hurt or worse. You must return home safely, Asher, and... Well, you have a history of putting your faith in women who may not deserve it. Du solltest mehr Vertrauen haben. Schau an, da kommt sie doch schon. She's my friend, Uncle. She's been at my side for a long time. Was it them? The Lost Legion? Aye. Too many for us to take. I counted about 24, maybe more, as well as horses. About half a mile down the canyon, and coming fast. Had to run my arse off to avoid getting caught.
It's nearly empty. You two care if I finish it off? It might be a while before we find more water. I'm dying, though. Nah. Drink up. Thanks. Ja. Right. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Denke mal nicht, dass wir hier alle sterben werden. Und das aufzusparen würde uns, glaube ich, auch nicht wirklich viel weiterbringen. When are they going to give up? You really should have killed Tazar when you had the chance. Men like that don't forgive. You cut off his hand. Not the kind of thing a person forgets about another person. Clearly I should have. What a prick. Yeah, and now he and 30 of his friends are nearly up our arse. Lovely, Beskar. It's only a matter of time before they overtake us. Sackgasse. Ah, bugger a harpy. Na geil. Can we double back? Not without meeting dear old Tazal. We're well and truly fucked this time, Asha. Und die sind ja auch noch hinter uns her. During severe winters, when the Skahazadan floods, it carves out great underground rivers in the sandstone. And when those waters recede, those rivers become caves. And those caves might hide us, if we can find them. I mean, we're trapped for the moment, but all I'm saying is we needn't die here. Just standing our ground. Thank you, Malcolm. That's valuable advice. Of course. If he's right about this, I may actually stab him. Ah, nee, ich glaube, das Klettern und so. Ich glaube, Malcolm hat da schon den richtigen Weg aufgezeigt. Not yet. What's on your mind? Wollen wir wirklich reden? You see, Beskar came back. She risked her life out there for us. You trust her now? This may sound harsh, but Beskar's immaterial. I have to put you first. You are all that matters to me, Asha. Beskar matters to me. We all need to pull together if we're going to get out of this and onto Marine. I can't have you and Beskar scrapping. So much riding on this. Talia, Ryan, your mother. You and I are supposed to return to Westeros with a sellsword army, and I haven't the faintest idea how we're going to pull it off. So, if I seem a bit moody, that's why. How do you know all that? About the floods and the caves? Oh. I read all about Essos on the voyage over. Histories of Marine, histories of Slaver's Bay. I just hope it pays off. Let me know if you find anything. Aber wenn sich da mal nicht so ein bisschen rausgeredet hat. Wobei, man könnte es ihm noch glauben. Mauer. What do you think? Could we climb out of here? Pretty steep, Asha. And we'd be totally exposed if your friends arrive before we reach the top. Ja. Wird auch nicht unbedingt aufgehen. Kommt da ist doch eine Lücke. Da will ich rein. Da will ich eigentlich rein. Looks like we're not alone. No obvious wounds. Maybe he died of thirst. Wahrscheinlich auch schon länger her. Listen. Und ich höre Wasser. That's water. I hear water. From underground. There might be a cave nearby. Well, we can't stay here, waiting for your... Vielleicht hat ja noch irgendwas. Look at this. Guck an. Gold. Fat lot of good it did him. Na komm, das will ich aber mitnehmen, bevor ich... He's not gonna need that. Asha. Genau. The Lost Legion will be here at any moment. This is Essos. There's always time for gold. Ha, da hat sie absolut recht. Oh, it's them. Mist. Aber da kommen die auch schon. Ponte Freedom! Vielleicht hätte ich es doch nicht nehmen sollen. Naja, für Gold ist immer Zeit. Da hat sie schon recht. Vielleicht brauchen wir das ja auch noch. Wer weiß das schon. Go, go, go!
behind us. Sehr gut, mein Tom. Asha! Find us another way out of here. Got it! Mach ich. Mach ich. What seven hells is that smell? I can't even guess what this used to be. Ah. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Hier werden wir doch gleich bestimmt auf den Drachen treffen, den wir eben in der Vorschau gesehen haben. Ah, schon mächtiger Zahn. Oh, da höre ich ihn doch schon. Hallo. Oh ja, er ist es. Esker? Der Schwarze. Halcombe? Oh nein, das schreit nach Quicktime-Events. ich ziehe mich zurück. Ja, ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich glaube, das ist ein Fehler, ihn anzugreifen. Naja, macht mal. Vielleicht nehmt ihr uns ja auch die Arbeit ab. Da gab es erstmal ein Menschen-Barbecue. Der schiebt sich weiter. Oh nein, was machst du denn da? Oh Gott. Oh, das nimmt kein gutes Ende. Baskar retten? Malcolm retten? Baskar retten? Malcolm retten? Ich muss Malcolm retten, glaube ich. Was soll ich machen? Ich kann nicht anders. Familie geht vor. Es tut mir leid, Baskar. Oh, scheiße. Wenn das mal die richtige Entscheidung war. Baskar! Can you walk? Asher, we have to move now! I'm fine. You think I don't know pain? Get out of my way. Hurry! The beast is coming around! Ah, okay. Ich dachte, sie würde sterben. Oh, dann hätte ich lieber doch Beskar nehmen sollen. Take my hand. Hurry up. Beast is coming. Ob ich sie einfach sterben lassen soll? Na gut. Dracarys. So viel dazu. So, genau. Es geht wieder los mit der Titelmusik, die natürlich wieder stumm ist. Ich werde das Video auch direkt hier abkürzen und die Episode hier beenden. Zeit ist ja schon genug. Wir haben die zweite Folge beenden können und sind jetzt in Folge Nummer 3. Ah, oh Mann. Ob die Entscheidung mit Beskar richtig war, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, die wird uns das übel nehmen, dass wir nicht sie zuerst gerettet haben. Ich glaube, bei Malcolm wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, weil er halt zu unserer Familie gehört und mein Onkel ist. Bei Beskar sieht das natürlich ganz anders aus. Das könnte uns noch verfolgen, die ganze Geschichte. Aber, na gut,
Das werden wir dann alles in den nächsten Episoden erfahren bei Game of Thrones.